Hallo und herzlich willkommen zurück auf Monkey Island in der Gruselstation. Wir haben eine Gastkommentatorin und zwar. Huhu, die Steffi. Juhu! Wir freuen uns, dass du mal für eine Hallo. Folge dabei bist. I'm back Genau. again. Ja, das hat dann auch am Ende noch ein Überraschungsding für euch, alle, die mitgeletztplayt haben. Nun haben wir hier auch schon so ein bisschen rumgemacht und mal hier versucht, dem an der. Also hier. Hast du den langen Stab bearbeitet? Hier steht Nase, Steffi, Nase. Ja, ich möchte das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Und sobald wir aber loslassen, geht das Tor zu, brauchen wir Hilfe. Vielleicht finden wir irgendein Tier oder Hermann könnte uns da helfen. Wir schauen Ja. mal. Ich glaube, wir müssen Frau sowieso. Hermann Hermanns. Hermann Tüffrott, Hermann der Hermann Zahnfäule. Sagt doch nicht immer Hermann, Hermann, das ist so ekelhaft. Das ist doch der mit dem vielen Zahn. Ist das nicht der mit dem vielen Zahnfleisch? Den finde ich so scheußlich. Den finde ich fast genauso scheußlich wie Naja, Hermann Johann Hermanns Hofer. halt. Womit wir wieder beim Thema wären. Ja, aber heute nicht. So. Oh, ich muss, glaube ich, schon wieder rübsen. Nein. Nein, Das darfst du dann bei den Kannibalen machen. Oh Gott, da müsst ihr euch aber beeilen. So, genau. So, jetzt musst du ja um die Insel rumrudern und Steffi kann uns ja von ihren heutigen Pannen so lange berichten, weil es dauert jetzt noch eine Genau. Weile. Oh. Ja. Ja. Let's pun mit Let's Play und so. Oh, Gott. warum umrundet er die Insel so lange? Weil der jetzt. Und warum zieht die Inselkette hier extrem obszön aus? Also ich weiß ja auch nicht. Also das Spiel ist schon. Ja, die werden sich sicherlich irgendwas dabei gedacht haben. Genau. Die absolut sicher. Ja, der muss da Oh unten. Wir mein Gott. kommen da nicht anders hin, als da rumzurudern. Das ist Das halt so. gibt's ja Doch, nicht. das ist halt so. In was rudert denn der da? Mit dem Ruderpult, du Entschuldigung. Ferkel. Ich muss mich ja auch psychisch auf die Kannibalenrolle vorbereiten. Sag mal, haben wir eigentlich diesen Zettel schon gesehen? Nee. Kannibalen! Oh. Ihr Blutsauger kriegt den Schlüssel nicht, bis ich endlich den Bananenpflücker wieder habe. Okay. Schön. Wir freuen uns. Das ist immer Hermann Toothrot, der da schreibt. HT, sag ich doch. Hermann Zahnfreude. Und jede Menge Memos haben wir jetzt schon. Latschen wir mal in den Dschungel rein. Ab in den Guck mal, Dschungel, hier ist eine. von wegen ab Süden. Und das sieht doch aus wie so ein Vogelkopf oder so, ne? Ja, das war auch meine erste Assoziation. Ja. Ausnahmsweise mal nichts Okay. Versautes. Das möchte ich ja mal beim Psychologen Bei sehen. den Dinger könnte man auch anders auffassen. Ja, das schon. Guck mal, wir schauen uns mal in den Hütten um hier. Oh, Und das da sind Fischgräten. eine leere Hütte. Nein, das ist ein Skelett. Und das ist auch ein Skelett da oben. Als ob das eine Fischgräte Mein Gott, so aus. Guck mal die Beine an, das ist ja irgendwie. Ja, das ist aber, das ist ein. Hier, und noch mehr Totenschädel. Noch mehr leere Hütten. Okay, und hier? Das sieht doch interessant aus. Gucken wir mal. Cool, du kannst die Stadt einnehmen. Ja, könnte ich theoretisch. Das können wir nicht nehmen. Das auch nicht. Das auch nicht. Aber hier, Bananen. Haha. Dann nehmen wir uns doch noch mehr Bananen. Wenn ich mich entsinne, müssen wir irgendeinen Affen damit füttern. Oh Gott, wie viele Bananen haben wir gebraucht? Was war denn das? Weißt du das noch, Steffi, bei Kronk? Ich glaube fünf, ne? Was haben wir? Ich Eins, weiß zwei, gar nicht drei, mehr. vier, oh. Fünf. Ah, doch, wir hätten fünf Bananen. Hasse fünf, ja. Na gut, okay. So, guck mal, Steffi, du bist der Gelbe da. Hast du eine Banane in der Tasche oder freust du dich so, uns zu sehen? Kleiner? Darf ich der Gelbe sein? Weil der nichts sagt. Was ganz schön Mut von dem berüchtigten Monkey Island Kannibalen zu stehlen. Sprich einfach Klingonisch, Steffi. Ja, okay. Ihr seid Kannibalen, genau. Obwohl wir in letzter Zeit versuchten, unsere Ernährung halt doch mal die Klappe, Lemonhead, fleischlos zu gestalten. Mein Gott, das sagt mir immer dazwischen. Gott,
Alles besondere Touristen, die unsere Dinge als Souvenir stehlen wollen, hast du verstanden, ja? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Doch, es mich nicht, ich bin ein mächtiger Pirat. Das bedeutet, seine Haut ist ledrig und sein Fleisch ist zäh. Du bist für uns unbedeutend vom rein ernährungstechnischen Standpunkt aus, aber... Ich hab eine Zitrone auf dem Kopf, ich bin Döner. Wenn du eine kleine Gabe für uns hättest, etwas, das wir dem großen Affen opfern könnten, lassen wir dich vielleicht ungekocht gehen. Ja. Nun, Lemon hat jetzt rübst doch nicht so rum da. Igitt, nein, Jenny, die wollen wir nicht haben. So. Dann gehe ich einfach wieder, so. Du gehst nirgendwo hin, bis du uns was gegeben hast. Okay, was können wir... Oh, scheiße. Offensichtlich hast du nichts für uns. Wir könnten dich essen, wir könnten dich gehen lassen. Scheiße, ich hätte mal das doch mit dem dreiköpfigen Affen machen sollen, das war lustiger. Finde ich doof. Wir müssen darüber mit unserem Ernährungsberater reden. Lemonhead, sag an, was sollen wir mit dem machen? Wir zeigen dir unsere Gäste den Ort. Das ist aber schick. Das soll reichen. Die laufen sogar 3 Schritte. Ja. Okay. Hier liegt noch ein interessantes Memo. Das nehmen wir gleich mit an den Gänsepiraten LeChuck. Wir protestieren schärfstens gegen die Beschlagnahmung unserer Voodoo-Malzwurzel. Aha. Okay. Lecker. Wir verstehen, dass diese für Sie und Ihre Crew eine Gefahr darstellt. Ach, das ist aber interessant, oder? Aber Diebstahl können wir nicht dulden. Never. Nee. Was liegt denn da im Hintergrund? Monkey Island Kannibal, das ist der Bananenpflücker. Den nehmen wir uns jetzt gleich mit. In der Arme von Oscar. Stimmt. Ja. So, und hier ist dein loses Brett. Das können wir, glaube ich, mal drücken. Oh, komm, hier, wir hauen wieder ab. Oh, scheiße, nee, ne? Ich passe da durch, aber den Bananenpflücker muss ich hier lassen. Da muss uns dann was anderes einfallen. Oh Gott, scheiße. Ja, aber dann der arme Oscar. Sind ja nur seine Hände. Die hat ja, wie hieß der, Gorodin? Braucht er eh nicht. Baldachin, wie hieß der Typ noch da? Weiß ich mehr. Nein, ich werde nicht weich auf meine alten Tage. Nein, nein, ich würde diesen Kerl liebend gern essen. Ja, das glaubt ihr wohl. Sag was, Lemonhead. Susanne, das bist du. Ja. wo ist denn jetzt unser Boot? Ich überlege. Das war jetzt aber schlechtes Klingonisch. Das macht nichts. Ja, wir gehen zum Strand. Oh, darf ich da auch mal reinpixeln? Darfst du auch mal reinpixeln. Ja. Aber hier. Juhu, das macht Spaß. So. Darf ich mal in der Nase popeln? Ja, aber erst wenn er aufgehört hat zu rudern. Warte mal, jetzt rudern wir wieder um die obszöne Stelle rum. Der Guybrush. Die olle Socke. Geh, mach doch. Guck hier, weil es dir so gut gefallen hat. Ruder ich jetzt da rum. Rudere mal der Insel entlang. So, ja. Ach, sind wir wieder albern heute. Ja, weil das ist gut. Wir sind eigentlich schon die ganze Woche albern. Na, die hat ja gerade erst angefangen, aber trotzdem. Nee, das ist eine Rassel. Eindeutig. Das ist... Was ist eine Rassel? Das ist Italien, wenn Berlusconi mit dem fertig ist. Die Insel hier, meinst du? Oh je, ja. Oh Gott. Also du hast aber auch echt Assoziation. Das ist unglaublich. Nun ruder doch mal los hier, so. Boah, jetzt ein Speed. Hammer, jetzt legt er auf. Aber jetzt, Steffi, jetzt guck das, ab, Steffi, ja. Guck dir doch das mal an. Das sieht doch auch aus wie ein Hintern, oder? Yes, genau.
war meine erste Assoziation gerade. Was haben die Programmierer genommen, sag mal? Keine Ahnung, okay. Ich weiß es nicht. Ich kann nur raten, aber nicht live auf Sendung. Ich gehe jetzt mal in den Dschungel. Irgendwo muss hier... Hier, guck mal, hier ist ein Affe. Da ist ein Affe. Ah. Da hinten. Wo ist er jetzt? Am linken Arschpixel. Ja. Ja doch, da war er gerade. Ja, genau, ja, da. Ja, hier, oh. Gib Banane. Ja, toll. Oh, das hat geklappt. Super. Und hier. Oh, da ist die Grafik aber echt schön. Ja, das ist schon schön das auch. Für die, also für die damalige Wenn Zeit. Wenn du der Guybrush nicht mehr. Ja, der ist wirklich ein bisschen dusselig. Was, du musst den jetzt alle geben? Ich glaube, ich muss dem, soweit ich mich noch erinnere, muss ich dem meine ganzen Bananen geben. So. Bis er tot umfällt. Und ich habe noch eine. So, und jetzt wird ihm schlecht und er kotzt ihm vor die Füße. Ja, ganz genau, Steffi, das macht er jetzt. So, haben wir noch eine? Nee, macht er nicht. Nee, er kotzt nicht. Ich glaube, ich habe ihm alle Bananen gegeben. Aber jetzt führt er dich doch irgendwo hin. Oder er folgt mir. Oder wie war das? Ich weiß es nicht. Tja. Kommt der denn hier auch mit? Das sieht echt aus wie ein Hintern. Ja, ich gehe da nochmal rein, damit ihr nochmal den Arsch bewundern könnt. Ihr könnt auch Arsch sagen. Schon Goethe, aber... Und guck mal, da links unten hat er einen Pickel. wo ist denn jetzt dieser Affe eigentlich hin? Ob der, vielleicht wartet der ja auf uns da an dem Dings, kommt wir rudern nochmal dahin. Den hättest du bestimmt locken müssen, oder? Ich habe den jetzt gefüttert, also soweit ich mich erinnere, sollte das reichen. Wir rudern jetzt um den Hintern, schon Goethe sagte, ja. Muss all die garstigen Worte lindern aus Scheißkirsche, aus Arschmach-Hintern. Aus Arschmach-Hintern, ja. Das ist gut. Ah, mach doch mal zu. Ich hoffe jetzt mich echt, dass das richtig ist. Guck mal, da sind wir wieder an der Mitte, in der Mitte. Ja, also na, was sieht denn das wohl aus? Na, jetzt guck doch das mal an den Felsen, Junge. Fels ist da noch runter. Ja, das ist furchtbar. Wenn man einmal so eine Assoziation hat, ja, dann geht's voll im Bach runter. Oh Scheiße, irgendwas haben wir versiebt. Na, ich sag doch, du hättest den bestimmt mal locken müssen mit den Bananen. Bist du sicher? Stück für Stück. Ah, oh, ihr Lieben. Du hättest es doch vorstellen können. Ah. Oh. Oh, jetzt hast du keine Bananen. Bananen vielleicht. weil was richtig falsch machen kann man ja in dem Spiel eigentlich nicht. Glauben. Nee, aber ich habe jetzt auch keine Bananen mehr. Aber die kann man vielleicht im Dorf wiederholen. Nee, da kann ich nicht mehr hin. Dann werde ich ja wieder... oh, scheiße. Ihr Lieben, wir versuchen es mal offline und melden uns dann in der nächsten Folge wieder. Bye bye. Bleibt dran. Hier sind nämlich nur die Geier. Ja, okay. Habe ich einen Fehler gemacht. Na okay, das sehen wir in der nächsten Folge, wie wir da wieder aus der Nummer rauskommen. Bis dann, bleibt dran. Tschüss. Ciao.